gleich mit dabei. Nee, der macht das nicht. Aber gleich hast Schicksal. Du die Hoheit über die Kamera. Da kannst du mal zwischendurch mal. Ja, ja. Thomas fehlt noch. So, die Gruppe mit der Pace von ca. 4,59 ist unterwegs. Die wollen etwa 3 Stunden 30 Minuten. Die Bedingungen sind eigentlich ganz gut. Für manche ist es schon ein bisschen zu warm, aber es ist bedeckt. Für mich selbst eigentlich relativ gute Laufbedingungen. Gleich vom Gegenverkehr. Ja, ja. Wir haben den Jens, den Laufkollegen aus unserem Team Illegal und von der Ausdauerschule als Radbegleiter gewinnen können. Dennoch sind einige Leute hier, wie man sehen kann, mit Trinkrucksäcken unterwegs, weil sie sich wohl nicht darauf verlassen können, weil Jens wohl vorwiegend für mich da ist. Die Strecke um den Waldener See ist sehr flach. Wir müssen dreimal rum. Allerdings sind die Treppen auf und Abgänge zum Wehr, die uns einmal pro Runde erwarten, etwas störend. Schauen wir mal. Ziel ist es hier am Anfang vor allen Dingen nicht zu schnell zu werden. Das ist relativ gut gelungen. Wir hatten so am Anfang ungefähr einen Kilometerschnitt von 4,55 statt 4,58, 4,59. Das hört sich nicht viel an, ist aber so gerade eben noch vertretbar. Denn eine erste Stunde mit 4 Sekunden so schnell kann dich beim Marathon schon umbringen. So Thomas, und aufpassen, ist kein Ballonaton, ne? Ja, so ziemlich jeder aus unserer Gruppe hat die 3 Stunden 30 schon mal gelaufen. So, und heute mal keine Bierpause bei Haus Scheppen. Ja, hier bei Haus Scheppen vorbeikommen, ein bekannter Bikertreff. Da riecht sonst beim Training schon mal nach altem Frittenfett. Aber die Currywurst ist gut. Ja, man sieht hier richtig schön die langen Geraden, die natürlich sehr gut zu laufen sind. Fast keine Höhenmeter. Und ich bin irgendwie zu Beginn immer vorne, habe versucht, die Pace zu kontrollieren. Ich habe mich am Anfang immer bemüht, schon alle 2,5 Kilometer, beginnend ab Kilometer 5, was zu trinken, um den Rhythmus eines normalen Stadtmarathons beizubehalten. Und habe natürlich 4 Gels dabei, die nehme ich immer so alle 9 Kilometer. Da kann ich auch auf dem Fahrrad bleiben. So. Ja, hier der Stefan, der hat ein Marathonpotenzial, was sicher um die 3 Stunden liegt. Der Martin Brücke auch hier. Mit dem bin ich meinen letzten sehr schnell in Rotterdam damals zusammengelaufen. Auch so eine Wärmenummer. So, und da sind wir schon den Kupferdreh angekommen. Und die Gruppe ist immer noch recht gut zusammen. Tempo passt. Ich fühlte mich recht gut. Da vorne links sehen wir schon die. Das ist sogar die historische Bahn, aber zumindest war es mal geplant. Wahrscheinlich wieder abgesagt. Eine Bratwurst mit Senf? Ja, aber das bei Kilometer 8 oder was wir jetzt gerade haben. Ja, Bratwurst mit Senf. Das kenne ich vom Ultralauf, aber bei einem schnellen Marathon kann ich mir das wirklich nicht vorstellen. Da bleibe ich lieber bei meinen Gels. So, da überqueren wir schon zum zweiten Mal die Ruhr, respektive den Waldener See. Über die alte Eisenbahnbrücke.
wegen des Belagers auch Holzbrücke genannt. Und jetzt geht es schon wieder Richtung Heisingen am Nordufer entlang. Ich habe hier dem Jens gerade Bescheid gesagt, weil wir nähern uns Kilometer 9. Ich hätte meinen mal geholt für einen guten Fall, aber der ist ja dann nie eingetreten. Als ich ihn probiert hatte, war da drin schon so ein bisschen ein Stäbchen. Ja, er wird gerade so ein bisschen über Gel gefachsimpelt. Also ich bevorzuge in dem Fall das Dextro flüssig. Das kann ich ganz gut trinken und die tue ich mir immer bei Kilometer 9, 18, 27 und 36 rein. Ich versuche das auch relativ genau Profiteur einzuhalten. Corona, das extra Blatt. Ist so ein Ritual für mich. Ja, und immer wieder der kontrollierte Blick zur Uhr. Ich sag mal so, den Marathon verlierst du zwischen Kilometer 5 und 15. Ja, und bitte die Reisehöhe nicht verringern. Das heißt Sturz. Wenn du da zu schnell bist, kriegst du hinterher doppelt und dreifach oben drauf. So, das ist der Ortsdurchlauf durch Essen-Heisingen. Fühlt sich alles noch ganz fluffig an. Achtung Auto! Weniger Autos, die stören. Und die Gruppe ist eigentlich noch relativ gut zusammen. So. Sind wir gleich schon bei Zeche Karl Funke. Alte Förderturm am Nordufer. Pace ist immer noch gut. Ich fühlte mich da auch noch sehr gut. Ja, Marinha, steht dir alles gut für Platz Nummer 1? Marathon heute weiblich? Ja, sah da schon nicht mehr so überzeugt aus. Bei allen anderen wirkt es noch relativ fluffig. Ja, aber da gehört der Lauf nicht dazu. So, hier kann man schon das Ziel am Regattaturm sehen, aber wir müssen ja noch zweimal rum. Immer noch sehr konzentriert auf das Tempo. Versucht immer noch etwas zu bremsen. Wie gesagt, gerade hier so in diesen Waldabschnitten war die Temperatur für mich eigentlich super angenehm, zumindest auf den ersten beiden Runden noch. Hier an dem Ufer hatten wir ein bisschen Gegenwind, aber war eigentlich nichts Dramatisches. Ja, der Michael hier, der Trainer von der Ausdauerschule, der wollte eigentlich zwei Runden mitlaufen, hat er sich überlegt. Ja, da kommen wir schon. Erst von der Austauschschule entgegen ist der Cheftrainer Roman Schulte-Zuhausen und sein VD ist da. Es wurde ja gleichzeitig zum Marathon auch noch ein Halbmarathon und ein Zehner hier veranstaltet und die Zehner sind natürlich schon fertig. Und wie ich unseren Cheftrainer Roman kenne, hat er natürlich den Zehner gemacht. Ein sehr schönes Bild hier, alle noch auf breiter Front zusammen. Kurz vor dem Seaside Beach am Nordufer, wo man auch seit letztem Jahr wieder schwimmen gehen kann. Und es rollt. Hier ist der 5 Minuten Express noch auf Tour. Immer wieder die kontrollierenden Blicke zur Uhr. Nicht zu schnell laufen. Nicht hier schon das an für Silberbeutel. Alles gut. Hi, alles fit? Ihr macht das alles richtig. Ne? Schön selbst den Wind noch brechen lassen. Schön im Windschatten. Das quasi, Gemüse läuft hinterher. Quasi wie Kipchoge sein Weltrekord, seinen inoffiziellen gemacht hat. Immer die gute Linie. Wir hatten da unterwegs mal ein bisschen gescherzt, ob wir nicht in der V-Formation von Eliud Kipchoge. So, Runde 2 ist jetzt gerade angelaufen. Es sieht alles noch recht geschmeidig aus. Ja, aber der Eindruck kann täuschen jetzt.
So, da geht's das erste Mal an der Regatta-Tribüne vorbei. Sondern da geht es ja, rechts an der Regatta-Tribüne vorbei, um den Turm rum und dann ist der Zielerlauf hinter der Tribüne. Werde ich nie verstehen, warum man die nicht vor der Tribüne macht. So, da geht es jetzt schon wieder auf das Wehr zu und das ist wieder so ein Rhythmusbrecher. Weil wenn du so richtig schön im Tritt bist, dann stört es schon, wenn du eine Treppenstufe hoch und wieder runter musst. Da vorne sehen wir schon das Wehr, was den Wald in der See aufstaut. Da sehen wir den Jens auf dem Fahrrad, der seine Sache übrigens fast perfekt gemacht hat. So, da haben wir das Wehr schon überquert. Musste unser Kameramann sein Fahrrad schleppen, war natürlich da nicht in der Lage zu filmen. So langsam geht es auf die Halbmarathon-Marke zu. Ich fühlte mich eigentlich noch sehr gut. Weiterhin so alle zweieinhalb was getrunken. Körperlich war die alles in Ordnung. Aber es kam schon neue Kilometer. Ja, er fragt dann mal nach, ob er mir helfen soll. Und Michael, zufrieden mit der Gruppe? Ja. Hier, ein bisschen am Kniehub müssen wir noch arbeiten. Schulter mehr mitnehmen, aber ansonsten geht's. Naja gut, ist ja jetzt auch keine Kurzstrecke. Ja. Aber noch ein paar Kilometer reinzukriegen. Genau. Machen wir einen Workshop draus. Aber siehst ja, wie frisch alle sind. Noch 2 Kilometer bis zum Ziel. Alle machen noch Späßchen. Doch, da muss ich jetzt schneiden und das Ende packen. Ja, beliebt zu scherzen, das machen wir natürlich nicht. So, ich habe ungefähr da am Ufer langsam angefangen an mir zu zweifeln. Ich hatte eigentlich überhaupt keinen Grund, war wohl mehr eine Kopfsache. Was aber auch wieder zeigt, dass Marathon halt auch viel Kopfsache ist. Wir sehen hier auch schon hinten, dass Manuel Marinha ein bisschen zurückfallen. Und ja, so beim Halbmarathon fängt an, sich die Spreu vom Weizen zu trennen. Matthias versucht noch Schritt zu halten. Martin und Stefan sind außerhalb jeder Diskussion und ich bin leider immer noch vorne. Ja, ich bin ja immer so ein Kontrollfreak. Man sieht es dann in regelmäßigen Blicken auf die Uhr. Irgendwie wünsche ich mir, man macht schon, dass ich einfach nur einem hinterherlaufen kann, am besten gar keine Uhr habe oder die Uhr in der Tasche habe. Wir sehen auch hier wieder keine Sonne. Wir haben jetzt so kurz nach 10. Halb 11 schon. Und wir nähern uns zum zweiten Mal der Brücke. Ja, die Lücken werden langsam größer. Scheint sich eine dauerhafte Lücke zu bilden. Matthias versucht noch aufzuschließen. So, sieht alles sehr schön aus. Ja, sah schön aus, aber da fange ich irgendwie schon an zu grübeln. Ja, und die beiden haben jetzt das Loch reißen lassen. Das läufst du in dem Moment unheimlich schwer wieder zu. Sind so 20, 30 Meter schon, das sieht nicht viel aus, aber das deutet auf Probleme hin. Das hier vorne sind 2-3 Meter, ist noch kein Problem. Thomas, bist du noch richtig oder bist du schon zu schnell? Sehr fein. Ja, ich war eigentlich immer noch einen ganz kleinen Tacken zu schnell, aber das wird man im weiteren Randverlauf sehen, wie sich das auswirkt. So, da sind wir wieder bei Haus Scheppen. Alte Wasserburg. Zum Segelhafen umgebaut. Hier steht der Marc Böhme sonst immer und ich stand auch schon mal dabei beim Lubensaatlauf und beim Waldener See-Marathon und feuert die Leute an. Jetzt kriegen wir uns gutes Stimmungsfest hier. Die Stimmung müssen wir jetzt selber machen. Wir haben neugierige Blicke von den wieder erlaubten Gästen im Biergarten. Da fängt mein Kopf schon an, mir die ersten Streiche zu spielen.
manchmal schwer zu erklären. Du fängst an zu grübeln, ist das Tempo richtig, kannst das durchhalten, obwohl du körperlich noch gar nichts hast. Für mich aber eine unheimliche emotionale Anstrengung, immer wieder ein Tempo zu kontrollieren. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Ja, letztes Mal eigentlich in Frankfurt 2019 beim Marathon. 20 Kilometer. Durchschnittszeit sind die zweiten 10, 48, 48. 3 Sekunden langsamer als die erste Durchlauf. Das ist 1,37 auf 20. Das ist ja fast eine Punktlandung. Die zweiten 10, 3 Sekunden langsamer als die ersten 10. Aber wir sehen jetzt schon, was sich da eine riesige Lücke zu Manuel Marinho schon aufgetan hat. Die fahren Tempo schon runter. Da scheint es Probleme zu geben. Die halten die Gruppe nicht mehr. Matthias scheint zu kämpfen zu haben. Von Nightwish Once. I wish I had an angel. Ja. Den Engel hätte ich mir da auch gewünscht. Leider sollten die Gestalten aus Dantes Inferno die Oberhand gewinnen. So, da sind wir noch alle zusammen. Das ist ungefähr die Stelle, wo der Baldemar Steig wieder auf den Rundweg trifft. Hardenberg-Ufer. Immer noch am Südufer. Martin schaut sich um. Jetzt haben Martin und Stefan mal die Führungsarbeit übernommen. Versuchen wir einfach mal dahinter zu halten. Matthias sieht wieder besser aus. Jetzt wieder gut dran. Wie sieht es mit euch beiden aus? Gut. Macht ihr gerade nur Pacer oder seid ihr gleich weg? Ja, die beiden sehr gute Marathonläufer und wie ich gestehen muss, auch noch deutlich jünger als ich. So, und da ist die Gruppe schon gesprengt. Oh, Thomas, und jetzt laufen wir halt gemütlich nach Hause. Ich hatte ein paar Probleme. Konnte im Kopf diese Zeitkontrolle nicht mehr weiterführen und habe irgendwie kurz angehalten, mich auf die Bank gesetzt, Riesenkampf mit mir selbst ausgefochten und ja, es ging aber dann weiter. Und man sieht eigentlich, physisch war es gar nicht schlimm, weil wenn ich laufe, laufe ich eigentlich immer noch recht gut, relativ sauber und gar nicht so langsam. Wir sind jetzt schon auf der dritten Runde. Wieder am Hardenbergufer. Rechts die Trasse der Hespertalbahn, der alten Museumsbahn, die ab und zu mal lang fährt. Sieht nicht so aus, aber ich habe da immer noch Riesenkämpfe mit mir ausgefochten. Wäre am liebsten rechts rausgegangen, war froh, dass ich keinen mehr gesehen habe. Ja, vorne waren eigentlich nur noch zu dem Zeitpunkt der Matthias, der Stefan. Ja, da musst du den Ton wegnehmen. Und der Martin. Da geht es zum letzten Mal über die sogenannte Holzbrücke, wegen des Holzplankenbelags. Manuel Marinha hatten doch ärgere Probleme und blieben zurück. Die hatte ich bei Horst Scheppen beim dritten Mal dann etwa überholt und Michael war auch dabei, der sich spontan entschlossen hatte, dann doch noch den Marathon weiterzulaufen. Ja, sowas ist natürlich ein Problem. Wenn du spontan Marathon laufen willst, dann hast du dich mit den Getränken nicht eingestellt. Ja, ja. Alles gut. Gel. Ja, pünktlich bei 37 habe ich dann mein viertes und letztes Gel genommen. Nur ein bisschen links, Auto. Und ja, das ist auch die Kunst des Radbegleiters. Da gibt es nur ein kurzes Kommando, so. Gel, und dann muss das Ding laufen. Du bist da nicht mehr sehr verarbeitungsfähig. Da muss der Radbegleiter oder der Mitläufer mit deinen Launen auskommen. Beim Ultra ist das noch schlimmer am Ende. Aber sieht immer noch recht
zügig aus dafür, dass ich mich von meinen Zielen eigentlich da in dem Zeitpunkt schon längst verabschiedet hatte und einfach nur noch versucht habe, wieder einen ruhigen Lauf zu finden. Weil wenn du einmal aus dem Rhythmus völlig rauskommst, wenn es nur der Verstand ist, da wird es schwierig. Das ist natürlich alles solche Gedanken, die dir dann durch den Kopf gehen. So, und wie immer, das Objekt mit dem Sanierungsstau. Das ist der Running Gag aus unseren Videos vom Team Illegal. Ja, Keine Regatta-Tour mehr schon riechen. Dann muss ich da am Ende wieder so ein bisschen fokussieren auf irgendein Ziel, was einen dann noch die letzten Kilometer antreibt. Ja, da kommt wieder eine Kollegin von der Ausdauerschule. Man freut sich über die netten kurzen Wünsche, auch wenn man nicht immer wahrnimmt, wer da was zu einem sagt. Ja, da war ich gerade wieder so ein bisschen leer. Waren aber immer nur ganz kurze Abschnitte. Ich habe danach eigentlich sofort wieder Lauftempo aufgenommen. Ah, es ärgert einen im Nachhinein ein bisschen, aber es ist so, wie es ist. So, hier kam wieder etwas erfrischender Wind. Da drohte manchmal die Sonne durchzukommen. Ja. Dann wäre es übel geworden. See und Wetter heute konstant geblieben. Angenehmer Wind. Man sieht es mir gar nicht an. Noch knapp zwei. Aber weniger als zwei Kilometer. Aber da war ich aus der Krise schon weitgehend raus. Da guckt man auf die Uhr, da fängt man an zu rechnen. Naja, so um die 3,40 war da noch drin. Wunderbar. Die Sache um 10 Minuten verfehlt. Da könnte ich mit leben. Ich weiß auch, was fehlt. Es fehlten einfach die Tempopyramiden. Von 18 bis 20 Kilometern, die du einfach machen musst, wenn du einen Marathon auf so einer Pace laufen willst. Lange Läufe, ja. War schließlich schon mein 10. Marathon. In 2021. Die 11. war Silvester. Aber ich habe ja seit 2 Wochen keinen mehr gemacht. Ist vielleicht jetzt nicht die ganz optimale Vorbereitung. Und man muss anerkennen, dass das jetzt im Moment einfach auch bei meiner Leistungsgrenze ist. Wir begeben uns jetzt auf den Endspurt. Und ich fahre jetzt mal ein bisschen weiter, damit es gleich auch noch einen schönen Zielanlauf gibt. Ja, und wie man da sieht, kurz bevor der Akku leer war, ich konnte am Ende doch noch mal ein bisschen Tempo machen, letzten Kilometer in 4,47 runterlaufen und habe mir damit noch die 3,39 gerettet, was ja am Ende doch gar keine so schlechte Zeit ist, auch wenn man 3,30 vorher angepeilt hat. Das Wichtigste am Marathon ist halt, dass du Krisen bewältigen kannst und dass du ja auch wieder rausfindest, weil der Marathon ist lang genug, um nochmal was Brauchbares aus einem ja scheinbar schon erledigten Lauf herauszuholen. Die Erfahrung habe ich mehrfach gemacht und das ist vielleicht der große Unterschied zu einem 5er oder zu einem 10er. Wenn du dich da verzockst, ist das Ding meistens gelaufen. Die Strecke ist einfach zu kurz, um noch Dinge wieder gut zu machen. Und wie man gesehen hat, trotz der homogenen Anfangstruppe im Laufe einer 42,195 Kilometer langen Strecke kann eine Menge passieren und da ist vielleicht dann doch mal ein bisschen Erfahrung wertvoll. Ich für mich bin froh und stolz, dass ich mich da rausgekämpft habe, dass ich einen halbwegs ansehnlichen Lauf noch zu Ende gebracht habe. Eine ganz tolle Leistung von Martin, von Stefan und von Matthias. Martin und Stefan kamen parallel als Erste rein und der Matthias kam dann kurz eine Minute hinterher, hat die 3,30, aber auch noch knapp in der 3,29 unterboten. Ich kam dann in 3,39 rein und ja, Manuel Marinha weiß ich nicht genau, jedenfalls aber noch unter 4 Stunden mit dem Michael zusammen. War eine sehr schöne Veranstaltung für uns und ja, mit einem netten Abhängen auf der Regatta-Tribüne und dem Warten auf Claudia und Ralf, die dann auch so in 4 Stunden knapp 4,20 reinkamen, ging dann ein denkwürdiger Wettkampftag für mich zu Ende.
Ich habe mich zum ersten Mal wieder auf irgendeine Zeit fokussiert, habe mich wieder auf was fokussieren können. Ich habe wieder darauf laufen können und es hat ja auch ganz gut funktioniert. Danke an alle, die mich unterwegs angefeuert haben, die mir geholfen haben. Vor allen Dingen ganz dickes Dank an Jens, der mich hier mit dem Fahrrad sehr gut begleitet hat und dafür gesorgt hast, dass das Ding überhaupt möglich war, weil ich hätte das Ding mit Rucksack so niemals durchziehen können. Jo, immer schön weiter trainieren, dann wird's auch was mit den 330. Bis dann.